Liebe Power und Pacer, Triathlon ist nicht nur Schwimmen, Radfahren und Laufen. Triathlon ist auch Kraft, Flexibilität und Koordination. Wir wünschen euch viel Spaß mit unserem Athletiktraining. Und hier ist euer Coach, Ulrike Syring. Are you ready? Are you ready? Herzlich willkommen zu einer neuen Athletikeinheit von Power & Pace. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Unsere letzte Einheit im Oktober. Ja, wir starten erstmal mit einem kleinen Warm-up. Dafür stellt euch erstmal locker hüftbreit hin und zieht mal abwechselnd die Fersen Richtung Po. So, und dann könnt ihr immer hinten überkreuzen. Also, ja, die Fersen ziehen diagonal zu den Händen. So, damit mobilisieren wir das Knie. Und dadurch, dass ihr da eure Hand und die Ferse finden müsst, hat es auch gleich noch was von Gehirnfitness über Kreuzbewegung, damit ihr ein bisschen wacher werdet. Und gleich ganz aufmerksam, voller Freude dieser Athletikeinheit folgen könnt. So, also heute wird es dann schon ein bisschen kräftigenderer. Letzte Woche war es ja sehr entspannt, also für mich. Und die meisten Mädels wahrscheinlich hören immer so, oh ja, meine Frau liebt diese Einheiten. Ich finde die total schlimm und schwierig. So, Achtung, jetzt geht das Knie nach vorne. Abwechselnd einmal hier Richtung Brust. Jawohl. Dabei bleibt der Rücken ganz gerade. Zieh hoch. Ranziehen. Mobilisation Hüfte. So, wie weit geht das denn so? Kriegt ihr das Knie hoch? Und müsst ihr dolle ziehen? Oder geht es fast alleine? Ja, hier nochmal Unterschied spüren. Aktiv und passiv. Rücken schön strecken. Brust schön raus. Komm, zieh. Zieh. So, letztes Mal. So, jetzt Einbeinstand in eine Standwaage und hier wieder aufrichten. Lang ziehen, Balance ein bisschen, aber unsere eigentliche Balanceübung kommt noch. So, für diejenigen unter euch, die noch nicht so oft dabei waren. So eine Einheit ist von der Struktur immer gleich aufgebaut. Wir haben am Anfang mobilisierende Übungen zum Aufwärmen, dann meistens eine Balanceübung die ist es noch nicht übrigens, das ist noch nicht unsere Balanceübung. Schnell wechseln wir mal die Seite, eben umfallen, strecken und aufrichten, langstrecken. Ihr müsst auch gar nicht so weit vor, ja, Hauptsache ihr seid hier in der Streckung, wenn das noch nicht so weit vorne ist. So, nach der Balanceübung kommen immer Kräftigungsübungen. In der Regel für den ganzen Körper. Da wir am Anfang der Saison sind, manche haben vielleicht auch noch gar nicht angefangen, starten erst nächste Woche, machen wir jetzt erst noch mal so ein bisschen was fürs Fundament. Viel auch für die Rumpfkraft. Vom Rumpf gehen alle Bewegungen aus. Wenn der nicht da ist, könnt ihr gar nichts. So, und locker. So, dann greift einmal eure Hände und kreist sie mal um euren Kopf. Also hier so verschränken und dann around the head. Um den Kopf herum kreisen. Schulterbeweglichkeit, Schultermobilisation. Geht das? Oder knallt ihr immer hier? Komm weiter.
Leichte Rumpfspannung. So, Achtung, andere Richtung. Die fühlt sich immer blöd an. Man macht so automatisch seine Lieblingsrichtung. Ist man dann da auch noch eingegroovt und dann geht's los. Unsere Balanceübung ist heute eine Übung, die kennt ihr schon aus unserem Test, den wir ganz am Anfang, Anfang Oktober gemacht haben. So, und damit starten wir jetzt. Okay, stellt euch einmal auf ein Bein, am besten rechtes Bein hinstellen, linkes Bein hoch. Die Arme sind vorne geschlossen. Und dann abwechselnd nach rechts und links drehen. Erinnert ihr euch noch, wie lange ihr das konntet? Ob das geklappt hat? So, spürt mal, wie weit das geht, ohne dass das Bein, was abgehoben ist, irgendwie eine Ausweichbewegung macht. Das wollen wir nicht. Es bleibt schön in der Mitte, Schultern tief, abwechseln, nach rechts und links drehen und lösen. Kurz ausschütteln. Andere Seite. Standbein links, rechtes Knie zieht hoch, Arme lang gestreckt, abwechselnd. Kleine Rotation zur Seite. Das Bein bleibt in der Mitte, bewegt sich gar nicht. Drehen. Zur Mitte. Ausatmen nach außen. In die Mitte ein. Schultern locker. Jede Seite noch einmal. Und langsam lösen. So, bei diesen Balanceübungen, andere Seite, Bein hoch, Arme lang. Wie auch bei den Kräftigungsübungen, machen wir alles immer dreimal. Alles immer dreimal. Kein Verhandlungsspielraum. Dreimal. Und wenn wir sowas haben wie mit zwei Seiten, dreimal pro Seite. Ah. Hoppala. Also hier hilft es, einen festen Punkt zu fixieren. Falls es zu wackelig ist, dann dreht ihr den Kopf einfach nicht mit, guckt einfach weiter geradeaus. Seitenwechsel. Hoppala. So, ausbalancieren, Bauch fest und los geht's. Drehen. Drehen. Rotation. Ha, habe ich kaum nicht mehr zu euch geguckt, falle ich um. Drehe ich mich doch wieder nach vorne. Das ist nicht meine Schokoladenseite. Wechsel. Jede Seite noch einmal. Schultern tief. Drehen. Zur Mitte. Ausatmen nach außen. Schultern tief. Also das Schöne ist, wir haben hier wieder viele Dinge in einer Übung, Balance natürlich und Beweglichkeit, Rotationsfähigkeit, Brustwirbelsäule. Letztes Mal und Seitenwechsel. So, abwechselnd rechts, links. So, das ist ja auch die Einheit, die ihr dann am kommenden Dienstag nochmal macht. Und dann machen wir so eine Einheit ungefähr 3 Wochen, immer ähnlich. Also es wird immer eine kleine Steigerung geben, eine kleine Variante. Aber dann habt ihr ein bisschen Gewöhnungseffekt. Okay, letztes Mal. Und locker. Und habt ihr dann, wenn ihr 3 Wochen, habt ihr 6-mal das Programm dann durchgeturnt. Ja, also dann kennt ihr euch schon ein bisschen aus, wisst, was ihr könnt, wisst, wo ihr ein bisschen steigern könnt oder ein bisschen weniger machen müsst, damit es sauber bleibt. Und jetzt gehen wir in den ersten Kraftblock. Wir haben ein Roll-Down, Roll-Up und zwischendurch ein Liegestütz. Also ihr kommt aus dieser gestreckten Position nach vorne gerollt mit gestreckten Beinen. Hier ein Liegestütz. Ihr entscheidet, auf den Knien oder auf den Füßen. Und wieder zurück, gestreckte Beine aufrollen. Gleichzeitig Mobilisation, Beweglichkeit, Rückseite. Ein bisschen Kraft für den Oberkörper. Und die Rumpf- und Stützmuskulatur.
Langstrecken. So. Ihr könnt es natürlich auch schneller machen. Dann müsst ihr ein paar mehr machen. Langsam vorrollen. Krabbel, krabbel, krabbel. Liegestütz. Gerne auch auf den Füßen. Und zurück. So, in meinem lahmen Tempo machen wir das noch zweimal. Ja, ich mach's halt schön. Qualität vor Quantität, wisst ihr doch. Letztes Mal. Tief, hoch. Langsam wieder aufrollen. Und kurze Pause. So, jetzt kommt eine tolle Übung. Also wenn ihr eine weiche Matte habt und einen weichen Teppich oder nicht so Weicheier seid wie ich, dann braucht ihr gar nichts. Ich habe mir mal so eine kleine Matte mitgebracht für die Knie. Also ihr kniet hüftbreit, hier in der gestreckten Position. Füße sind richtig abgelegt mit dem Fußrücken. Dann hier tief nach unten setzen und hochstrecken. So eine leichte Rückneigung habt ihr. Bauch ist fest, kommt tief und strecken. Tief, strecken, tief, strecken. So, jetzt müsstet ihr schon ein bisschen vielleicht die Oberschenkelvorderseite spüren. Sehr gut. Beugen nach unten, Hüfte strecken. Tief. Letztes Mal. Und zurück. Zu unserem nach vorne rollen Liegestütz. Zweite Runde. Liegestütz, tief, hoch und zurück. Langsam aufrollen. Vorrollen, lange Beine ohne Knick im Knie. Achtung jetzt, lange Beine. Lang lassen, lang lassen, lang lassen. Jetzt aufrollen. Ihr habt doch geschummelt, habe ich gesehen. Machen wir manche so hier. Das wollen wir nicht. Lange Beine. Strecken, strecken, strecken. Ja, das ist die Herausforderung. Nehmt sie an. Probiert's mal. Tief und hoch. Zurück. So. Vielleicht seid ihr schneller. Wer mit mir macht, macht noch zwei Stück. Ich möchte ja auch keinen verschrecken. Also ich mache immer so mehr oder weniger die leichten Varianten. Wer ein bisschen mehr will, macht einfach schneller. Strecken. Einmal noch. So, zurück. Aufrollen. Und zurück auf die Knie. Ausfallschritt. Auf die Knie mit euch. So. Ausgangsposition, leichte Rückneigung, Arme nach vorne, Spannung im Bauch und jetzt setzen, strecken, setzen und strecken. Tief. Komm tief und streck. Sehr gut. Ein Drittel geschafft. 12 Stück machen wir davon. Ihr habt die Hälfte jetzt. 6 mehr. Tief. Die letzten 4. Tief und hoch. Tief. Es ist schon die zweite Runde. Tief. Letztes Mal. Und stopp. So, letzte Runde. Roll down, roll up. Lang. Komm, runterrollen. Lange Beine. Lang, 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 lang. Liegestütz. Pam, pam. Zurück. Hopp. Aufrollen. Strecken. Und runter. Bauchnabel fest nach innen ziehen Richtung Wirbelsäule. Wenn ihr noch nicht wisst, wie die Liegestütze gehen,
Guckt euch nochmal unsere zweite Einheit an. Haben wir viel Techniktraining gemacht. Ordentliche Kniebeugen, ordentliche Liegestütz. Noch zwei Stück. Runterrollen. Krabbel, lange Beine. Komm, jetzt strengt euch nochmal an. Irgendwann kommt doch wieder der Retest von unserer Beweglichkeit. Da müsst ihr doch mit den Fingerspitzen zum Boden kommen. Das ist eine Übung dafür. Tief, hoch. Langsam aufrichten. So, check. Roll down, roll up. Haken dran. Haken wollen wir auch an die nächste Übung machen. Aber dafür müssen wir die noch einmal machen. Hüftstreckung, Bauch fest, Arme nach vorne. 4, 3, 2, setzen. Tief und hoch. Tief und hoch. Bauch ist ganz fest. Zieh den Bauchnabel nach innen. Komm, Schultern nach unten, weg von den Ohren. Beuge die Beine und streck die Hüfte. Beugen und strecken. Bauch ist fest. Leichte Rückneigung. Spannung die ganze Zeit im Oberkörper. 4 mehr. Tief. Komm, tief. Sehr gut. Komm, letzten 2. Huhu. Letzter. Und kurze Pause. So, jetzt machen wir eine Übung. Da wollen wir versuchen, einen Muskel auszutricksen, den Transversus, querer Bauchmuskel. Der geht von vorne, stabilisiert hier nach hinten die Lendenwirbelsäule. Tiefer Bauchmuskel, tiefste Bauchmuskulatur, schwer zu erreichen, aber mit ein paar Tricks schaffen wir das. So, ihr kommt erstmal in einen Vierfüßlerstand. Die Hände stehen unter der Schulter, dann bewegt ihr mal so ein bisschen den Rücken durch. Katzenbuckel, Pferderücken im Wechsel. So, Achtung, jetzt geht's los. Ihr bleibt jetzt hier voll im Hohlkreuz, so ein bisschen wie Hängebauchschweinmäßig. Achtet drauf, der Rücken bleibt hier komplett in dieser Hohlkreuzposition. Jetzt zieht ihr den Bauchnabel so gut es geht. Hier, ja, also von hier rein, 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 ohne den Rücken hochzuschieben. Bauchnabel reinziehen. Reinziehen, weiter atmen, nicht die Luft anhalten. Steißbein schiebt nach hinten oben. Reinziehen, reinziehen. Bauch reinziehen. Ja, ich weiß, mit den weiten T-Shirts, da sieht man es nicht so. Macht's trotzdem. Bauch rein. Rein mit dem Bauch. Jetzt Off-Season ist vorbei. Jetzt mal bei manchen erst ab nächste Woche. Kurz lösen. Noch einmal. Hohlkreuz. Und jetzt alles, was geht. Bauch reinziehen, ohne den Rücken dabei zu strecken. Ja, also hier richtig schön in dieser Position bleiben. Hier den Bauch reinziehen, Steißbein schiebt nach hinten oben. Reinziehen, reinziehen, reinziehen. Weiter atmen. Und lösen. So, wenn ihr das richtig gut gemacht habt, dann merkt ihr, die Spannung geht so Richtung Schambein nach unten. Also es geht wirklich richtig tief in den Bauch rein. Kann sein, dass ihr heute sagt, oh, na irgendwie, nee, habe ich noch gar nicht so gespürt, aber das kommt nach und nach. Und wir machen das jetzt ja die nächsten 3 Wochen immer wieder diese Übung. Am Dienstag macht ihr sie nochmal und irgendwann habt ihr es einfach raus. Ihr könnt es auch jederzeit im Stehen machen, ihr könnt es im Liegen in Rückenlage machen. Also wann immer ihr Zeit habt und mal dran denkt, probiert das mal. Ja, gerader Rücken, Bauch reinziehen und dann wird das schon immer wieder besser werden. Ist auch so ein bisschen so eine Körperwahrnehmungsübung. So, nächste Übung kennt ihr auch aus dem Test. Dieses Crawling, Krabbeln. So, Füße sind aufgestellt, Hände stützen unter der Schulter. Jetzt heben die Knie 2 cm vom Boden ab. Abwechselnd, jetzt erstmal so kurz mal ausbalancieren. Knie Richtung Boden tippen. So, jetzt abwechselnd ein Bein anheben. Hoch und tief. Hoch und tief.
Beckenstabilität. Becken bewegt sich möglichst wenig. Hätte ich mal heute lieber schwarz in schwarz angezogen, dann hättet ihr nicht gesehen, ob ich hier dolle wacke. Ah, blöd. Nächstes Mal muss ich mir merken. Bauchnabel fest nach innen ziehen. Rumpfspannung. 15 Sekunden. Kleine Bewegung. Knie bleiben. 2 Zentimeter über dem Boden. Absetzen. Einmal kurz nach hinten lang machen. Puh. Ausschütteln. Nächste Runde. Transversusübung. Hände unter der Schulter. Rücken durchbewegen. Dann anhalten in dieser Hohlkreuzposition von hier aus. Den Bauchnabel fest nach innen ziehen, ohne den Rücken hochzuschieben. Reinziehen, reinziehen, reinziehen. Steißbein schiebt nach hinten oben. Bauchnabel zieht Richtung Wirbelsäule. Weiter atmen. Atmen. Einmal kurz lockern. Neue Chance. Zweite Runde nochmal hier. Rücken. Bauchnabel. Und rein. Rein damit. Rücken bleibt schön in dem Hohlkreuz. Steißbein schiebt nach hinten oben. Und langsam lösen. Es kann sogar sein, dass der ein oder andere von euch sagt, ich merke das hinten im Rücken, ist das jetzt falsch? Nee, weil dieser Muskel stabilisiert ja die Lendenwirbelsäule. Kann passieren. Okay. Unsere Krabbelübung. Knie lösen. Halten, halten, halten. Abwechselnd ein Fuß vom Boden. Ohne mit dem Becken zu wackeln. Komm. Rumpfstabilität. Bleib da. Zack, zack. Hoch, tief. Bauchnabel fest nach innen ziehen. Komm, auf geht's. Ganz ruhig. Nur die Füße lösen, sonst passiert nicht viel im Körper, außer dass vielleicht der Bauch anfängt zu zittern, die Schultern anfangen zu zittern. Zack, zack. Hopp. Ja! Stopp! Kurz lang machen. Lockern. Und zack, sind wir bei der dritten Runde. Okay. Hände unter der Schulter, Rücken durchbewegen. So, dann in der Hohlkreuzposition bleiben. Bauch rein. Reinziehen, weiteratmen, fließend weiteratmen, obwohl ihr den Bauchnabel ganz fest nach innen zieht. Komm, weiter geht's. Reinziehen, weiteratmen. Merkt ihr schon? Geht schon weiter runter? Die Spannung, die Anspannung der Muskulatur. Durch diese Übung trainiert ihr schon 3 verschiedene Muskeln. Beckenboden, Transversus, querer Bauchmuskel und Multifidi. Den spannt ihr noch an. Bloß weil ich quatsche, müsst ihr nicht aufhören. Weiter, weiter, weiter. Okay, locker. Multifidi, tiefste Rückenstrecker. Diese ganz kleine, gelenksnahe Muskulatur an der Wirbelsäule. Zweite Runde. Okay, durchbewegen. Halten. Bauch rein. Reinziehen, reinziehen, reinziehen. Steißbein schiebt nach hinten oben. Jetzt könnt ihr auch noch versuchen, die Sitzbeinhöcker zusammenzuziehen. Nicht den Po anspannen. Po bleibt locker. Nur die Sitzbeinhöcker ziehen zusammen. Po bleibt locker. Steißbein nach hinten oben. Bauch rein, Bauch rein. Weiter atmen. Kurz locker. Nochmal. Komm, es ist die letzte, allerletzte Runde. Können wir nochmal anstrengen jetzt. Kleines Hohlkreuz. Steißbein schiebt nach hinten oben. Und den Bauch reinziehen. Rein. Rein damit. Richtig fest reinziehen. Puh. Weiter, 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 weiter.
Ja, man kann das machen und dabei reden auch. Also ich habe schon immer noch auch die Spannung. Sitzbeinhöcker, wer will, ohne Po anspannen. Weiter, weiter, Po nach hinten oben schieben. Und lockern. So, letzte Runde, krabbeln. Irgendwann fangen wir auch an zu krabbeln, aber heute ist ja erste Woche von drei, okay? Also, hier, hoch, abwechselnd ein Bein hoch. Hoch, tief, hoch und tief, hoch, tief. Zack, sehr gut. Komm, durchhalten. Schultern sind über den Händen. Bauch ist fest. Hopp, hopp. Sehr gut, komm. Vier, drei, zwei, locker. Einmal weit nach hinten setzen. Arme lang ziehen. Gut. Po ein bisschen lockern. Okay. Schultern entspannen. So, ich habe euch ja versprochen, viel erstmal für die Körpermitte. Core to Extremities. Ein Grundsatz des Functional Trainings. Aus der Mitte muss die Kraft kommen. Da machen wir eine meiner Lieblingsübungen, eine eurer Hassübungen, den Russian Twist. So. Freuen sich alle. Alle, die hier im Raum anwesend sind und alle, die vor dem Bildschirm sind. So. Also, Rücken ganz lang. Okay. So. Diesmal gehen die Arme zur Seite, boah, auch noch. Und dann Arme zusammen, Arme öffnen. Arme zusammen und öffnen. Yes, zusammen. Streck den Rücken. Komm, gerader Rücken, Besenstiel, gerader Rücken. Bauchspannung halten. Dann lieber ein bisschen weiter oben sitzen, aber Rücken gerade. Brust schön raus. Yes, streck die Arme. Zusammen. Öffnen. Zusammen. Und kurze Pause. Einmal hier kurz an den Knien festhalten. Ha. So. Und direkt zum Russian Twist. Eure nächste Lieblingsübung. Der Seitstütz. Ach, das ist auch so eine herrliche Übung. Ich habe wieder mein kleines Weichei-Polster dabei. Wir starten ganz entspannt mal in der knienden Position, damit ihr auch den wirklich mal von der Pike auf lernt. Also wirklich von der Technik ganz sauber, dass man lernt. Ellbogen stützt unter der Schulter. Ja, also wenn ihr irgendwo hier noch seid oder da, das ist blöd. Also wirklich unter der Schulter. Dann habt ihr eine gerade Linie. Wenn wir jetzt eine Kamera von oben hätten, würdet ihr sehen, ist hier wie ein Besenstiel, könnt ihr lang gehen. So. In dieser Linie liegt euer Knie. Das hat hier vorne gar nichts zu suchen. Das liegt hier hinten auf Schulterhöhe. Das andere Bein dürftet ihr hier ablegen. Ich finde es immer ein bisschen angenehmer, wenn man das Bein hier aufstellt. So, stützt man da so und stützt so. Und jetzt ziehen wir noch so ein bisschen ran, als wolltet ihr unter diesem Arm so eine Zeitung unter den Arm klemmen. Bauchnabel fest nach innen ziehen. Jetzt labert die Alte und labert, wann geht's denn los? Ja, das ist schon die Übung. So, jetzt geht aber noch Becken ein bisschen tief, Becken ein bisschen hoch. Becken ein bisschen tief und hoch. Komm, tief, tief und hoch. Das Halten am Anfang gehört dazu. Tief, tief und hoch. Tief. So, und wir wechseln zur anderen Seite. Macht es wirklich erstmal auf den Knien. Macht das mal ganz sauber, ganz ordentlich und wollt nicht gleich zu viel. Also, Ellbogen unter der Schulter, auch auf der Seite. Knie aufsetzen. Ja, wer ein bisschen schneller ist, der ist schon längst in der Position und hält. Gehört schon zur Übung dazu. Eine gerade Linie. Alles schon die Übung. Alles schon Anstrengung. Auch wieder querer Bauchmuskel, Schultermuskulatur, komplette Rumpfmuskulatur hier halten. Option,
auch für die nächsten zwei Runden. Ihr dürft auch das Bein hier abheben, wenn das zu leicht ist. Jetzt geht es aber erstmal tief und hoch. Jawohl. Tief, tief und hoch. Bauchnabel zieht nach innen. Ihr bleibt in dieser Position. Beide Beckenknochen sind übereinander. Denkt an den kleinen Zug hier von der Schulter. Ranziehen. Hoch. Freut ihr euch schon auf den Russian Twist? Ich kann euch schon mal versprechen, nächste Woche braucht ihr ein kleines Gewicht. So, da wird es noch schöner. Okay, kurz Pause. Okay, Sitzposition, Russian Twist. Gerader Rücken, Bauch ist ganz fest. Nur so weit zurücklehnen, wie der Rücken gerade bleibt. Arme starten hier, strecken, noch mehr strecken, noch mehr strecken. Öffnen, bleib so gestreckt und zusammen. Öffnen, bleib so gestreckt. Öffnen, zieh zusammen. Hopp. Huh, streck den Rücken. Und zusammen. Und die Fersen ruhig noch mal ein bisschen ranziehen. Jawohl. Öffnen. Schultern weg von den Ohren. Langer Rücken, noch gerader. Und stopp. So, wir starten diesmal auf der anderen Seite. Seitstütz. Schulter über dem Ellbogen. Bisschen ranziehen. Arm jetzt diesmal nach oben. Los geht's. Tief und hoch. Tief, hoch. Jawohl, zeig die Handfläche nach vorne, vor zu mir hier. Können wir hier so abklatschen. Das ist eine tolle Partnerübung, wenn man die gegenüber macht. Können wir hier immer abklatschen. Hüfte, Schulter, eine Linie. Knie, Schulter, Hüfte. 4, 3, 2, andere Seite. Schneller Wechsel. Okay, Arm nach oben, los geht's. Tief und hoch, Bauchnabel fest nach innen ziehen, 30 Sekunden ab jetzt. Ellbogen schön ranziehen, als wolltet ihr hier auf der anderen Seite die Zeitung unter den Arm klemmen. Hopp, hopp. Option, ein Bein abgehoben, 4, 3, 2, und lösen. Letzte Runde. Russian Twist. Öffnen und schließen. Bauchnabel fest nach innen ziehen. Komm, streck den Rücken nochmal. Letzte Runde für heute vom Russian Twist. Danach nur nochmal Seitstütz jede Seite. Sehr gut. Komm, komm, komm. Wenn man die Arme aufmacht, fängt der Bauch an zu zittern, oder? Bei euch auch? Eieiei. Zweimal mehr. Öffnen und schließen. Letzter. Öffnen und schließen. Gut. Seitstütz. Letzte Runde. Ihr dürft anfangen, wo auch immer ihr wollt. Auf der Seite halt. Und los geht's. Tief. Hoch. Bauch ist fest. Schulter über dem Ellbogen oder der Ellbogen unter der Schulter. Eine gerade Linie. Option, das Bein abheben. 8 Stück noch davon. 7. Zieh den Bauchnabel Richtung Wirbelsäule. Noch 4, 3, 2 mehr. Letztes Mal. Seitenwechsel. Danach kommt schon das Cooldown. Geht doch immer schnell um die Zeit, oder? Ich finde es immer total schnell. So, Bauch ist fest. Eine Linie. Breit. 16 Stück. Tief und hoch. Option, das Bein abzuheben. Denkt dran, Ellbogen unter der Schulter. Leichte Spannung aufbauen, indem ihr den Ellbogen zum Körper ranzieht. Dadurch entlastet ihr die Schulter. Letzten 8 Stück. Dann schon Cooldown. Noch 4, 3 mehr. Die letzten 2. Letztes Mal.
und langsam lösen. Ha, na, das habt ihr doch sehr gut gemacht. Können wir mit dem Cooldown starten. Da könnt ihr gleich platsch auf der Seite liegen bleiben. Einmal bequem hinlegen. Und zwar wollen wir ein bisschen die Schulter mobilisieren. Dafür legt ihr einmal den Ellbogen in der Taille ab. Und dann klappt ihr immer den Arm hoch und vor. Und jetzt versucht ihr, so weit es geht, die Hand nach hinten zu ziehen. Wenn der Kopf nicht bequem ablegen kann, dürft ihr euch gerne ein Kopfkissen unter den Kopf legen. Jawohl. So, jetzt machen wir wie so ein Schnitzel mal eine Runde rumdrehen. Von hier aus kommen wir einmal in Bauchlage und zieh gleich mal das rechte Bein Richtung Gesäß. Dehnung Oberschenkel Vorderseite. So, die Hüfte, der Beckenknochen von der rechten Seite drückt ganz fest in den Boden. Also von hier runterdrücken, runterdrücken, runterdrücken. Ferse zieht zum Po. So, einmal weiter drehen auf die andere Seite. Ellbogen ist in der Taille und ihr dreht hier auf. Aufdrehen. Rechter Winkel im Ellbogen und öffnet hier nach oben. Guckt mal, wie weit eure Hand nach oben geht. Zeigt sie schon direkt nach oben Richtung Decke. Zurück in Bauchlage. Einmal das linke Bein ranziehen. Beckenknochen fest nach unten drücken. Und einmal in Rückenlage drehen. So, jetzt einmal die Beine komplett ausstrecken. Zieh mal das linke Bein heran Richtung Brust. Das haben wir schon im Stehen versucht. Heute. Guck mal, ob es im Liegen, vielleicht geht es da ein bisschen besser. Auch jetzt nochmal testen, wie weit schafft ihr es alleine und wie weit geht es mit Unterstützung. Po bleibt ganz unten. So, einmal wechseln. Ranziehen. Kurz gucken, wie weit geht es alleine. Und wie weit geht es mit den Armen. So, dann könnt ihr gleich das Knie festhalten. Einmal hochziehen in den Sitz. Und das war's auch schon wieder. Schultern kreisen, weit zurück. Lasst uns einen Daumen nach oben da, wenn euch diese Einheit gefallen hat. Abonniert diesen Kanal und dann viel Spaß noch für die letzten Oktobertage. Schönes Happy Halloween und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin alles Gute und am Dienstag nicht vergessen, diese Einheit noch einmal nachzuholen. Tschüss!